Meine Damen und Herren, die Tagesordnung vom 6. September 2016 sowie ein Nachtrag vom heutigen Tag mit insgesamt 41 Punkten liegen Ihnen vor, wie Sie dem Nachtrag der Tagesordnung zu Top 32 bis 36 entnehmen können. Hallo. Jetzt hören Sie nicht mehr, Herr Ministerpräsident. Alte Lehrerregeln, der Lehrer schweigt, dann schweigen auch die Schüler. Das geht schon in Ordnung. Ich wiederhole. Herr Kollege Beuth und Frau Kollegin Hinz, bitte. Wir haben also aktuelle Stunden 32, 33, 34, 35 und 36, die Tagesordnungspunktnummern. Nach 32 Absatz 6 beträgt die Aussprache 5 Minuten. Am Donnerstag um 9 Uhr beginnen wir mit der Aussprache für diesen aktuellen Stunden. Es ist noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ein Dringlicher Antrag der Fraktion der SPD betreffend Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit für alle zugewanderten Schülerinnen und Schüler ermöglichen. Drucksache 19/3775. Wird diese Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall, weil keiner widerspricht. Dann wird dieser Top 42 auf die Tagesordnung genommen. Und wir rufen mit der Regierungserklärung auf. Okay, wunderbar, danke schön. Dann kann ich die Tagesordnung genehmigen lassen. Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand? Damit ist sie beschlossen. Wir tagen heute bis 19 Uhr erst mit der Fragestunde, dann mit der Regierungserklärung, wie eben angesprochen. Hinter uns dreien, die wir hier oben sitzen, also wir sind nicht die Persönlichkeiten Hessen, sondern hinter da in den Fenstern, Himmel über Hessen, Licht gestaltet haben die Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse der Weidig-Schule Butzbach sowie 8 Schülerpraktikanten des Landtags getroffen, die vom 12. bis 14. Juli hier waren. Es ist Justus von Liebig, Philipp Heinrich Scheidemann, Konrad Duden, Johann Wolfgang Goethe, Jakob und Wilhelm Grimm und Anne Frank. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie auf die neue Internetseite des Hessischen Landtags hinweisen, die am Montag pünktlich zur Plenarsitzungswoche veröffentlicht wurde. Die vereinfachte Navigation und der neu gestaltete Servicebereich erhöhen die Nutzungsfreundlichkeit und die gesuchten Inhalte sind leichter aufzufinden. Zudem wurde das Design der Seite responsiv, also reagierend, gestaltet und ermöglicht damit eine optimale Nutzung auf der Smartphone oder dem Tablet. Schauen Sie sich bitte diese neue Internetseite an. Sie werden sehen, dass es sich lohnt. Und heute Abend tritt unsere Fußballmannschaft an zu dem ersten Spiel nach der Sommerpause. Und zwar spielen wir gegen die Mannschaft des Vorstandes der Fraport AG. Haben die eigentlich elf Leute? Mal gucken. In Frankfurt, ich wünsche Ihnen viel Glück. Meine Damen und Herren, runde Geburtstage haben wir auch zu begehen. Der Kollege Turgut Yüksel hat am 2.9. einen runden Geburtstag. Herr Yüksel, herzlichen Glückwunsch dazu. Alles Gute für Sie. Und am 6.9. hatte einen auch runden Geburtstag Frau Kollegin Alex. Liebe Frau Kollegin, alles Gute für Sie. Bleiben Sie gesund und munter. Applaus.